Wer gerne Rätsel rät, ist mit dieser Gebrauchsanweisung hervorragend bedient. Die gibt es in Englisch, in Deutsch, in Russisch und in mehreren asiatischen Sprachen. Sehr, sehr schwer zu verstehen, teilweise eigentlich nur durch Versuchen und Fehlversuche. So, dann wollen wir mal anfangen. Und zwar eine China-Heizung vorzustellen. Dafür habe ich einen entsprechenden Versuch aufs Bauen aufgebaut, mit der man auf der einen Seite die Spannung der Heizung sehen kann, sowie den einzelnen Stromverbrauch. Handelt sich hierbei um die China-Heizung, die in diesem Falle hier 5 kW Leistung aufzeigt. Als Versuchsaufbau habe ich einen Akkustarter genommen mit mehreren Multimetern, um im Einzelfall die Multimeter in ihrer Funktionsweite zu zeigen. Spannung und Strom wird eingeschaltet. Die Spannung liegt bei 12,77 Volt und der Strom im Leerlauf bei 0,06 Ampere. Es handelt sich natürlich nicht um einen Leerlauf, sondern um die Standby-Funktion. Die China-Heizung wird mit einem Metallgehäuse geliefert, das an 4 Stellen mit Metallklammern versehen ist, um entsprechend schnell auch Wartungsarbeiten im Notfall ausführen zu können. Im oberen Teil befindet sich der Tank, umgerechnet 5 Liter, und die Dieselpumpe, die hinten am Ende angeschlossen ist und den Treibstoff zum eigentlichen Heizgebläse leitet. Das Heizgebläse hat im hinteren Teil einen Ventilator, an dem Luft angesaugt wird und über die äußeren Kanäle als Warmluft wiederum abgegeben wird. Im hinteren Bereich ist der Zulauf an Frischluft gegeben, sowie der Ventilator und die elektrischen Anschlüsse Plus und Minus. Das Abgasrohr, das unten von der Heizung aus rausgeführt wird, sowie nochmal der Frischluftansaugtrakt mit einem zusätzlichen Filter. Die Dieselförderpumpe. Letztlich kommt die China-Heizung noch mit einer Fernbedienung, mit der man die Temperatur auf- und runter regeln kann. Im unteren Bereich ist der Anschluss für das Abgas. Daneben befindet sich die Ansaugöffnung für die Frischluft. Mit der Eingabetaste und der Plus-Taste wird die Temperatur eingestellt. In diesem Fall waren es gerade 14. Noch einmal Eingabetaste. Und man sieht, wie die Temperatur in diesem Fall hier auf 12 Grad runtergeht. Oder wie jetzt langsam auf 14 oder 15 Grad. Man kann also ohne weiteres bis auf über 30 Grad die Temperatur einstellen. Im Moment zieht die Heizung 0,06 Ampere. Das ist jetzt die Voltzahl, die im Moment im Leerlauf von der Batterie abgegeben wird. Um die Dieselförderpumpe zu aktivieren, für den Fall, dass kein Kraftstoff mehr im Behältnis ist oder das Behältnis leer, drückt man gleichzeitig OK und Abwärtstaste. Es erscheint HOF, das ist das Zeichen dafür, dass man jetzt in die Menüsteuerung kommt für die Dieselförderpumpe. Nachdem also jetzt die
Dieselförderpumpe vom Menü her auf ist, drückt man die obere Taste, die Aufwärtstaste, und sofort hört man auch schon, wie die Pumpe anfängt zu pumpen. Das ist das Pumpengeräusch, wenn der Kolben magnetisch rauf und runter geführt wird. Gleichzeitig sieht man unten links im Symbol der Heizung einen leichten grünen Körper. Das ist die Funktionsweise der Dieselpumpe. Um sie auszuschalten, genügt einfach einer der entsprechenden Knöpfe zu drücken. So, das war jetzt erstmal der O-Teil der Menüsteuerung, die übrigens in der Gebrauchsanweisung recht viele Fragen aufwirft. Jetzt wird die Heizung über die Fernbedienung eingeschaltet. Und man sieht sofort, der angedeutete Ventilator fängt an zu laufen. Im oberen Bereich unter der Zahl selber erkennt man eine rötliche Färbung. Das ist die Glühkerze, die jetzt anfängt, den Diesel vorzumalen, damit nachher der Verbrennungsvorgang starten kann. Im unteren Bereich sieht man einen kleinen grünen Pfeil und einen roten Pfeil. Das ist im Endeffekt als Parameter, dass Frischluft angesaugt wird und Abgase abgeführt werden. Die Spannung fällt auf 11,5 Volt, 11,6. Und der Strom, der im Moment benötigt wird, liegt bei ungefähr 8 bis 9 Ampere. Man kann hier deutlich die Dieselförderpumpe links außen und die Glühkerze sehen. Zwischen 8 und 9 Ampere zieht jetzt für ungefähr 3 bis 4 Minuten die Glühkerze. Die Voltzahl bleibt relativ konstant dabei. So, jetzt sieht man, der Ventilator läuft und die beiden windgrünen, die beiden gelben und die beiden doppelten roten Markierungen zeigen es an, dass die Heizung entsprechend läuft. Über die Fernbedienung kann ich jetzt die Temperatur entsprechend hochfahren, wobei auch gleichzeitig simultan die Herzleistung für diese Förderpumpe steigt. Die Heizung wird jetzt gestartet über die Fernbedienung. Die am Licht liegt jetzt bei 12,17, 12,18 Volt. Das Amperemeter fehlt. Insgesamt sind 3 Sicherungen durchgeschmolzen. Warum, kann ich ja nicht sagen. Auf jeden Fall geht die Heizung jetzt im mittleren Turnus auf ungefähr 1 bis 2 Ampere zurück. Die Temperatur direkt mit der Ausstrittkopfführung liegt
2,5 Hertz, wie die Pumpe läuft, gegen 73 Grad Temperatur an. Und wie man hört, ist die Heizung sehr, sehr leise. So, ich schalte die Heizung jetzt aus über die Fernbedienung. Es erscheint off für aus. Und jetzt geht die Heizung für umgerechnet 3 Minuten in einen besonderen Modus. Und zwar wird jetzt die Glühkerze aktiviert. Die Pumpe fördert noch den restlichen Sprit. Und das Gerät erhöht die Ventilatorgeschwindigkeit, um sich abzukühlen und um den restlichen vorhandenen Diesel, der noch drin ist, zu verbrennen. Hierbei steigt das Amperemeter für ungefähr 2 Minuten auf 7 bis 8 Ampere. Die Voltzahl bleibt relativ konstant. Auf keinen Fall sollte man die Heizung ausmachen, indem man einfach den Strom abstellt. Das führt dazu, dass irgendwann die Glühkerzen vielleicht verkochen. In diesem Campwerk Offroad-Anhänger wird die Heizung später entweder eingebaut oder halt eben auf einem Deichselkasten montiert. Er ist ausgerüstet mit 2x 100 Lithium Ampere Batterien von Dometic e-Store und 360 Watt Solarwatt über das Solarpanel. Es ist drehbar gelagert. Es kann in allen verschiedenen Winkeln aufgestellt werden und braucht nur 3 Minuten, bis es demontiert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Ansonsten ist auch Kritik gerne angenommen.